herzlich willkommen bei Shani Studio. Der Sonntagstester hat zu seinem 500-Abo-Special zu einer Videoantwort aufgerufen, und zwar zu dem Thema die 5 meistgetragenen Messer 2021. Vorab herzlichen Glückwunsch zu deinen 500 Abos, mittlerweile sogar schon über 600. Gratulation von meiner Seite. Na gut, dann lass uns nicht viel schnacken, fangen wir an. Das erste Messer von meinen 5 ist ein Spyderco, und zwar das Yojimbo 2. Und zwar ein S30V, Wongliff, Deep Carry, Compression Lock, Yaki 10, also das Standard Yojimbo 2, hat sicher 2021 eines der meisten Tragezeiten in meiner Tasche hinter sich. Warum das so ist? Ja gut, zumal liegt es für meine Hände fast schon perfekt in der Hand. Das zweite, das ist fast schon der ultimative Boxcutter. Also irre, wie sich damit arbeiten lässt. Und zum anderen natürlich auch die Form. Also die Form, man, da streiten sich jetzt sicher die Geister, aber für mein Empfinden finde ich die Form schon richtig toll. Ja. Und somit ist das eins der 5 meistgenutzten Messer 2021. Als nächster ein Paramilitary 2. Und zwar ist es schon die Neuversion, sprich mit den S45VN und mit der kompletten Hardware in Schwarz. Also quasi das Upgrade zum S30V. Ja, hat Titanium Scales, also von Flytanium, Compression Lock, Deep Carry. Dann hat er so einen Carbon Fiber Backspacer, und zwar einen luminisierenden, quasi der leuchtet. Und als kleiner Eyecatcher an das Vader Lego Kopf Speed. Ist zwar ein bisschen schwer, eben durch die Scales, aber ein Träumchen, wie ich finde. Wie gesagt, die Handlage ist ein Traum, super Spielspaß. Als EDC ja ziemlich allen erhaben, ja. Also man kann mit denen alles anstellen. Da gibt es nichts zu meckern. Ist nicht umsonst eins der fähigsten Messer, ja. Ja, daher auch sehr viel Tragezeit 2021. Und weil das so ein Top-Messer ist, habe ich natürlich wieder ein Paramilitary 2 im Maximet. Das wechselt immer zwischen die zwei. Mit einer Schleifkerbe, nachträglich nachgerüstet sozusagen. Black Mikada Scales, auch von Flytanium. Ja, schwarze Schrauben habe ich noch gerüstet quasi. Einen Lynch Clip, Deep Carry. Einen Titanium Backspacer in Schwarz und als ein kleiner Eyecatcher wiederum ein Titanium Bead als Zughilfe, genau. Also die zwei Paramilitäres sind eigentlich die, was ich da 2021 am meisten genutzt habe. Ja, als drittes ein UKPK in CTS BD1,
Also jetzt kein besonderer Stahl, also die Standard-Variante mit FAN-Skills. Ja, ist ein Slip-Joint. Also wenn es einmal § 42a konform sein muss. Ich meine, ich komme von Österreich, da ist das nicht so das Thema, aber wenn es jetzt ins Ausland geht, dann war das mein ständiger Begleiter. Ja, mit einem Drahtclip, den ich sehr lieben gelernt habe, versenkt das Messer recht tief in der Hosentasche. Ja, Stonewash, die Klinge und auch der Rücken. So alloxierte Schrauben. Ja. Und wieder das Eyecatcher, quasi so einen Titanbeat. Genau. So. Als viertes habe ich dein Manix. Das Manix ist in M93. Auch hier habe ich wieder eine kleine Schleifkerbe. Angeschliffen. Erleichtert enorm das Schleifen. Was haben wir da? Da haben wir braune Mikada Scales. Ein Messing Ball Cage, greift sich gleich viel besser als die Kunststoffs. Alloxierte Schrauben bzw. die ganze Hardware. Ja. Genau. So, dann haben wir Stonewash Klinge, auch der Clip dementsprechend gestonewashed. Ja, was sind die Vorteile? Naja, also es ist ein recht robuster EDC-Folder, meiner Meinung nach, der robusteste von allen da. Beziehungsweise Yojimbo, ja, auch ziemlich robust, aber da finde ich das Manix, den Manix 2 doch noch robuster. Die Liftklinge, sehr fähig. Also die Plattformklinge. Speziell jetzt auch bei Essenszubereitung, da hat der Yojimbo 2 zum Beispiel jetzt, wenn ihr die zwei vergleicht, die Nachteile mit dem OneClip. Und ja, und wenn das einmal eingespielt ist, dann ist das wirklich ein Traummesser. Auch mit der Action. Also richtig. Träumchen. Also das der vierte Stachel quasi, den was ich relativ oft in der Tasche getragen habe, also Tragzeit hatte. Ja. So, und jetzt last but not least Victorinox. Und zwar in dem Fall das Huntsman. Wie man sehen kann, also mit einem kleinen Schraubenzieher, mit einer kleinen Stecknadel. Und ja, brauche jetzt nicht viel erklären, ist eben das Huntsman. Da habe ich jetzt nur einen kleinen Titan-Karabiner dran, weil in Wirklichkeit ist der normal in meiner Pouch, also in meiner Gürteltasche drin. Und die Gürteltasche habe ich immer mit, wenn ich das Haus verlasse. Und wie gesagt, da habe ich das eingehängt, dass das nicht wahllos herumkugelt da drin. Und braucht man immer wieder. Ja. Unglaublich, wie oft ich das so gebraucht habe. Und noch dazu eben das Classic SD Alox. Also ganz was Kleines. Ja, mit einer super kleinen Klinge.
das ist auch mein Schlüsselbund oben. Ja. Auch wieder versehen mit einem kleinen Karabiner. Und ja, das sind meine sozusagen 5 meistgenutzten Messer. Wobei ich, wie gesagt, beim Paramilitary 2 zwischen die 2 hin und her wechselt. Und kurz bei den Victorinox, ja, stellt sich die Frage nicht, weil eins ist am Schlüssel und das andere ist in meiner EDC-Tasche. Sollte da diesbezüglich zu der EDC-Tasche Bedarf bestehen, also das einmal ein bisschen herzeige, kein Problem, lasst es mich wissen und wir machen da mal ein kleines Unboxing sozusagen von den von der Banshee. Gut, lieber Sonntagstester, ich hoffe, ich konnte da einen kleinen Beitrag leisten. Ich wünsche dir noch viel Erfolg mit deinem Kanal und bin schon wieder neugierig auf deine neuen Videos. In diesem Sinne, alles Liebe, euer Schanes Studio. Tschüss, Baba.